willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur heutigen Sendung von Club 4. Wer unser Gast genau ist, das erzählt uns jetzt Lorin. Jeder kennt seine Stimme. Wenn es um Fußball oder Eishockey gegangen ist, hat man es im Schweizer Radio und Fernsehen gehört. Alle grossen Sportsendungen wie Sportpanorama oder Sportaktuell sind vom M präsentiert worden. Aber auch Quiz-Sendungen wie Telstar oder Samstagabendkisten wie Benissimo sind von ihm moderiert worden. Jetzt ist der Schnurri von der Nation bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Benny Thornherr. Hallo zusammen. Freut mich, dass du da bist. Fangen wir gerade am Anfang an. Du bist damals bei einem Nachwuchswettbewerb beim SRF entdeckt worden. Wie ist das damals abgelaufen? Wie bist du zu diesem Wettbewerb gekommen? Ja, heute würde man sagen, es war ein Casting gewesen. Allerdings haben da nicht die Leute voten, sondern haben einfach da Mitarbeiter vom Radio und vom Fernsehen haben da einen beurteilt. 1600 haben mitgemacht. Und am Schluss sind nur 30 übrig geblieben. Die sind dann in so einem Pool gekommen. Und dann, wenn sie wieder irgendeinen Sportreporter für eine bestimmte Sportart haben wollen, dann haben sie aus diesen 30 einen ausgesucht. Das war sozusagen so die Junioren-Nationalmannschaft. Du hast ja eigentlich immer Fußball und Eishockey kommentiert. Wieso gerade die beiden Sportarten? Also Fußball will ich natürlich von Winterthur kommen und dort die einzige Vergnügung, also ich rede da von den 50er, 60er und 70er Jahren, Match vom FC Winterthur gewesen, so bin ich Fußballfan geworden. Und dann ist da eben das Eishockey in meinen Anfängen noch nicht so beliebt und populär gewesen. Und dann hat es einfach geheißen, wer im Sommer die Shooter kommentiert, der muss im Winter auch Eishockey kommentieren. Weil da ist es wirklich so gewesen, bis im Oktober ist geshootet worden und dann November bis Februar Eishockey und ab März wieder Fußball. Das ist hier wunderbar aneinander vorbeigegangen. Und was hast du lieber kommentiert? Ja, natürlich schon Fußball. Vielleicht aber auch darum, weil da einfach mehr Leute zugeschaut haben und weil mehr darüber diskutiert wurde. In selber Phase war eigentlich Eishockey vor allem im Kanton Bern bekannt und populär gewesen, weil dort Bern, Langnau und Biel eigentlich den Schweizer Meistertitel unter sich ausgemacht haben. Du hast ja verschiedene Sportsendungen moderiert, Sportkalender, Sport am Wochenende, Sportpanorama und viele weitere. Was ist die schönste Erinnerung an diese Zeit? Ja, vielleicht ist das sogar das allerletzte Sportpanorama, wo sie mich verabschiedet haben und wo sogar der Roger Federer mir alles gut gewünscht hat. Das ist schon so ein Moment, wo man geblieben ist. Du hast sehr viel mitbekommen, sehr viel Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Jetzt dieses Jahr ist es ein bisschen speziell, ist ja im Winter die WM in Katar. Wie findest du das, dass man in so einem Land ja, man muss immer halt alle Interessen berücksichtigen. Also der Nahe Osten hat einfach auch gerne mal eine WM. Und dort ist einfach jetzt so heiß im Sommer, dass man das einfach dann nicht machen kann. Das ist aber irgendwie so ein Kompromiss von der Menschenrechtslage und vom ökologischen, also der ganze Stadion abkühlen, wenn wir gar nicht reden. Also es ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, grenzwertig. Du bist ja dann irgendwann, hast nicht nur Sport moderiert, sondern auch Quiz-Sendungen, Telstar und dann Benissimo. Wie ist das dazu gekommen, dass du vom Sport in die Unterhaltung gewechselt bist? Oder? Also es ist so gewesen, ich bin zuerst als Fußballreporter eigentlich vom Radio angestellt worden mit einer Halbtagesstelle und Tourismus hat zu der gleichen Abteilung gehört, Sport und Touristik, und zu der Abteilung da hat die Sendung Autoradio Schweiz gehört und das ist die einzige Sendung gewesen, die so war wie heute alle Sendungen, also ein Begleitprogramm, das einen moderiert und dann auch sonst noch ein bisschen erzählen kann, immer am Morgen von 6 bis 9 und diese Sendung durfte ich dann moderieren, weil ich einfach in der richtigen Abteilung, nämlich eben Sport und Touristik, angesiedelt war. Und das war dann eigentlich das erste Überrutschen zu der Unterhaltung. Und nachher haben mich dann auch das Fernsehen wieder gefragt, dann hat es auch wieder ein Casting gegeben. Also das erste Quiz, das ich moderiert habe, das war Glückskugel. Das ist irgendwie, das zählt zu allen Traktanten aus, weil das ist auch nur ein Jahr lang gegangen und 13 Sendungen und dann ist die Sendung wieder abgesetzt worden. Es ist eben nicht so, dass wenn man eine Sendung moderiert, dass man dann sofort der Hero ist und riesen Erfolg feiert. Das ist bei mir auch nicht so gewesen. Da muss man sich langsam auch mit mehreren Fehlversuchen antasten. Wie ist Benissimo damals entstanden? Das ist jetzt auch schon
Ja, da hat man einfach eine Samstagabendsendung wählen, also Nachfolgesendung von einer Sendung von Kurt Felix, Supertreffer hat die geheissen. Und da hat man zuerst den Regisseur, den Redakteur und dann eben den Moderator bestimmt und zusammen mit einem Vertreter von der Swisslos, der die 1 Million Franken Gewinn zur Verfügung gestellt hat, hat man dann ein Konzept dürfen machen. Also wir haben einfach eine Sendung erfinden. 2 Jahre lang haben wir die Zeit gehabt und immer wieder Zeug eben erfunden und dann wieder verworfen, weil es schlecht war und so weiter. Und so ist dann das gestanden, wobei es ist schon sehr spannend war, weil dann die erste Sendung über den Sender ist, ob das auch wirklich funktioniert, ob wirklich eine Kugel zu einem Behälter rausgeht, ob wirklich die Leute telefonieren und so weiter. Ja, Benissimo war schon sehr erfolgreich, bis zu 1 Million Zuschauer am Samstagabend. Was hat Benissimo... Ja, sogar bis zu 1 Million von oben her gesehen. Also 1 Million ist dann eigentlich schon nicht mehr so gut gewesen. Also es ist bis 1,5 Millionen gegangen. Das ist unglaublich. Was hat Benissimo besser gemacht als andere Unterhaltungssendungen? Ich weiß nicht, ob es etwas Besseres gemacht hat. Es war einfach eine eigene Erfindung des Schweizer Fernsehens. Es war ja die Zeit, in der man das noch machen konnte. Heute ist ja das eine Industrie. Heute hat es grosse Betriebe, die nichts anderes machen als Sendungen erfinden, also internationale. Und dann, wenn dann ein Konzept mal haut, dann findet das in allen Ländern dann statt. Oder? Germany's Next Topmodel, British Next Topmodel. Next Topmodel von Frankreich, Italien und so weiter, Music Star da, Showtalent dort. Und das ist ein bisschen austauschbar, weil die Schweizer sind ja meistens nicht die Ersten, die dann das kaufen. Die wollen dann sicher sein, dass es ankommt und warten zuerst, bis irgendein deutschsprachiger Sender das auch noch gemacht hat. Aha, das funktioniert auch. Und da war das halt so auf eine Art etwas Einmaliges gewesen. Dein Spitzname ist ja zum einen Schnurri von der Nation. Findest du den Namen passend? Also ich staune einfach immer wieder, wie der Name offenbar die Masse total fasziniert. Lustig ist, dass mir der Name im Leben kein einziges Mal begegnet, aber in jedem einzelnen Interview kommt die Frage, jetzt auch wieder. Ja, das kommt daher von der Anfangszeit, als ich vom Radio zum Fernsehen gewechselt habe. Und Radioleute reden halt meistens viel oder ein bisschen zu viel am Fernsehen, weil da hat man die Tendenz, auch das zu erzählen, was man im Bild sieht. Und die Fernsehzuschauer sind ja nicht blind. Und dann ist das einfach der, der viel redet am Fernsehen. Und ich war offenbar einer der Ersten, der den Switch vom Radio zum Fernsehen gemacht hat. Und dann ist das an sich ein Markenzeichen geworden. Wobei es hat so einen negativen Touch, der mir natürlich nicht so gefällt. Nämlich, der überlebt nicht lange, der schnurrt einfach ohne etwas zu denken und so ist es natürlich nicht. Du hast ja auch mehrere Bücher geschrieben, unter anderem «Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?». Genau, das ist natürlich ein ironischer Titel und nimmt genau Beziehung auf den Schnurri der Nation. Kannst du uns ein bisschen erzählen, um was es in dem Buch geht? Also das sind so Anekdoten aus meinem Leben, also was mir so alles passiert ist. Ja, es ist eine Art so eine Autobiografie, die aber nicht bei der Schule anfängt und bei der Pensionierung aufhört, sondern wir durcheinander. Du hast jahrelang Radio und Fernsehen gemacht. Hört die Nervosität vor den Sendungen irgendwann auf? Nein, aber sie wird immer kürzer. Also vor dem ersten Benissimo habe ich wahrscheinlich schon 2 Monate voran und immer gedacht, oh, wie wird das? Und nachher hat es sich gelegt. Mit der Zeit hast du erst einen Klumpen im Magen am Tag, wo die Sendung ist. Nachher wirst du eigentlich erst nervös, wenn du aufs Fernsehgelände einfährst, 2 Stunden vor der Sendung. Und jetzt, seit natürlich auch geraumer Zeit, wirst du langsam nervös, wenn du geschminkt wirst. Eine halbe Stunde vor der Sendung. Wobei, eine kleine Nervosität muss sein, weil wenn du nicht vor der Sendung nervös wirst, wirst du garantiert in der Sendung selber nervös. Und das ist natürlich viel schlimmer. Und was machst du, wenn du nervös bist? Hast du irgendwie so Traditionen vor der Sendung? Nein, ich sage mir einfach, dass das dazugehört. Ich rede mir ein, dass das überhaupt nicht schlimm ist und dass das sogar muss sein. Und eben wegen dem Phänomen, das ich erklärt habe, wenn ich nicht nervös werde, dann denke ich, oh, ich bin immer noch nicht nervös, jetzt werde ich dann sicher in der Sendung nervös. Und durch das mache ich mich dann künstlich vorher nervös, damit das vorbei ist. Wenn wir es von Nervosität haben,
vor ein paar Monaten ist ja bekannt worden, dass es nochmal eine Benissimo-Sendung wird geben, im Oktober, zum Jubiläum. Was kannst du uns über diese Sendung erzählen? Was noch nicht viel, noch nicht viel. Also, die Leute sind nervöser als ich. Also, ich fange dann an, irgendwie im September langsam hyperventilieren. Also, wir probieren einfach ein Benissimo zu machen, wie es früher gegeben hat. Es gibt aber keine Nostalgie-Sendung mit lauter alten Gags und alten Stars und so. Sondern wir tun eigentlich den gleichen, wie wenn das die nächste Sendung wäre, wie wenn die letzte vor zwei Monaten gewesen wäre. Aber die Zeiten haben sich natürlich geändert. Also Swisslos macht zum Beispiel nicht mehr mit. Also man kann dann nicht mehr 1 Million gewinnen. Aber gleich immer noch viel. Und die Friends, die 30 waren, die sind jetzt 40 und die bringen das nicht mehr auf die Tanzfläche. Müssen wir also auch wieder ein neues Casting machen und so weiter. Aber einfach möglichst schnell am Original soll es sein. Bei so vielen Jahren Fernsehen und Radio gibt es sicher auch mal die ein oder andere Panne. Hast du irgend so ein Erlebnis, wo mal etwas schief gegangen ist? Ja, ja, natürlich. Laufend. Viel. Also, es macht ja jeder pro Sendung einen Fehler, oder? Und gut ist, wenn es sonst niemand merkt. Und schlecht ist, wenn es alle merken, oder? Und wenn es alle merken, dann geht es entweder vorbei. Und wenn dann noch ein Journalist das aufnimmt und wieder die Zeitung schreibt, das ist ein Fehler gewesen, dann wissen es endgültig alle. Also, wenn du einen Fehler gemacht hast, hoffst du immer, dass der irgendwie unkommentiert dahin geht. Und das ist meistens der Fall, aber nicht immer. Ja, ich habe einmal ein Skirennen kommentiert, wo Marie-Therese Nadig, die beste Abfahrerin, mit der Nummer 1 gestartet ist und dann das Ziel ist. Und da hat man noch die Drangliste selber müssen antragen. Und kurz bevor es über das Ziel hin ist, habe ich dann schnell Nadig geschrieben auf meinen Zettel. Und genau in dieser Sekunde ist sie am untersten Tor vorbeigefahren. Das heisst, alle haben gesehen, sie wird disqualifiziert. Nur ich nicht, weil ich genau in dieser Sekunde nicht geschaut habe. Und gemeinerweise ist die Zeit nie geschlagen worden. Links ist immer die zu schlagende Zeit, die von der Nadig war. Ich habe jeder weiteren Skifahrer gejubelt, weil die die beste Zeit nicht geschlagen hat. Und die Haie und alle denken, nein, bin ich. Hast du nicht gesehen? Und ich habe es tatsächlich nicht gesehen, nein. Ja, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, gibt es auch Kritik. Wie gehst du mit Kritik um? Ja, ich schaue zuerst, was dran ist. Ich schaue auch, von wem sie kommt. Also anonyme Kritik rühre ich eigentlich gerade fort. Darum schaue ich auch im Internet nicht nach, was die Leute über mich schreiben. Weil vielleicht, wenn ich dem Kritiker gegenüber sitze, würde ich feststellen, der hat 1,8 Promille im Blut oder der ist im Moment unter Drogen und so und will mit dem kein normales Gespräch führen. Und darum ist etwas, was dann anonym ist, da stelle ich mir immer den schlechtesten möglichen Fall vom Partner vor und schaue nicht. Früher war es so, früher hat man noch Briefe geschrieben, oder? Also, um mich zu beschimpfen. Und dort habe ich immer geschaut, wenn ein Brief keinen Absender hatte, habe ich einfach gerade vorgerührt. Weil es belastet einem eben gleich, oder? Wenn mir irgendetwas ist, geschweige denn, wenn irgendwelche Drohungen oder so kommen. Darum ist es wirklich besser, man haltet das von sich fern. Aber es gibt auch berechtigte Kritik, am besten natürlich aufbauende, wo dir etwas bringt, damit du einen Fehler das nächste Mal nicht machst. Oder denkst, aha, die haben das gar nicht so verstanden, wenn ich das gemeint habe, dass ich sage. Also das eine kann man natürlich immer entgegennehmen und dann wird man immer noch mal ein bisschen besser. Es gibt natürlich nicht nur Kritik, sondern auch Fans. Wirst du häufig erkannt, wenn du jetzt zum Beispiel durch Zürich laufst? Also ich glaube schon, aber ich merke es nicht mehr. Das heisst, wenn ich mit jemand anderem zusammen rumlaufe, dann sage ich dir immer, ist das nicht eklig, wenn sich jeder nach dir umdreht? Und ich sage, was hat sich jemand nach mir umdreht? Also im Verlauf der Jahrzehnte hast du da irgendeine Automatin, du merkst es selber absolut nicht mehr. Aber offensichtlich ist es so, dass mich absolut jeder erkennt. Es ist eben auch so, als ich angefangen habe am Fernsehen, hat es praktisch nur Schweizer Fernsehen gegeben, vielleicht noch ein bisschen ARD und ORF. Also der Bekanntheitsgrad, den ich habe, den kann man heute gar nicht mehr erreichen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich besonders gut bin, sondern dass ich zwangskonsumiert worden bin, sozusagen. Du bist ja mittlerweile pensioniert. Was machst du? Ja, ich mache immer noch so kleine Projekte. Also ich mache eben Lesungen von meinen Büchern. Ich moderiere immer noch irgendwelche Anlässe. 75 Jahre FC sowieso und ab 25 Jahren
Ostschweizer Gesangsfest ist jetzt dann, ja, lauter so Zeug. Was hast du während Corona gemacht? Dann sind ja so Anlässe recht schwierig zu durchführen. Ja, das ist, ich hatte eine Liste im Jahr 2021 von 35 Anlässen, die ich zugesagt habe, und das ist einfach auf null zusammengefallen. Und da wird es dann schon ein bisschen langweilig, und dann habe ich eben ein Buch geschrieben. Das hat dann die Langeweile wieder irgendwie ein bisschen ausgeglichen. Sind noch weitere Bücher geplant? Ja, aber du brauchst dann immer noch einen Verleger, der die rausgibt, oder? Das ist so. Wenn du auf deine Zeit zurückschaust, wie hat sich das ganze Journalismus-Business verändert, wo du eingestiegen bist, nachher über die Zeit, die du es gemacht hast? Was ist anders geworden? Also, als ich angefangen habe, bist du als Journalist ein Beobachter gewesen, oder eine Zeitung oder ein Fernsehen, die haben beobachtet, was so geht auf der Welt. Und heute sind alle Medien selber Player. Das heisst, sie wollen selber, was auf der Welt läuft, beeinflussen. Und sie sind so ein bisschen Partei, oder? Also, das hat es im Kleinen auch schon gegeben. Also, ich wollte jetzt den Trainer interviewen, der interviewt mich nicht, dann bin ich sauer. Und dann schreibe ich das nächste Mal eine Kritik über ihn. Oder? Und das hat dann eigentlich, früher hat man einfach dann die Leistung von einem Spieler oder von einem Sportler einfach möglichst objektiv bewertet. Und heute, wenn natürlich der Sportler eine Kolumne schreibt in der Zeitung, wo ich Redakteur bin, dann finden sie sowieso gut, oder? Weil das ist einer von uns. Also, es gibt sowieso Grüppli, oder? Es gibt die Ringe mit irgendwie Radio Energy und irgendeinem Fernsehen. Und dann gibt es CH Media mit ihren Radio und ihren Zeitungen. Und dann tun die Zeitungen das eigene Fernsehen loben und so weiter. Also, es ist ein bisschen eben. Man mischt mit und mischt sich drin und tut eigentlich nicht mehr wirklich objektiv beurteilen, was von außen passiert. Und im Fernsehen ist es natürlich ähnlich mit dem, du musst Recht kaufen, damit du den Match überhaupt nicht darfst übertragen darfst. Und wenn dann du endlich für teures Geld einen Match bekommen hast, den du jetzt kommentieren kannst, wirst du dann sicher nicht sagen, der Match ist ein riesen Schrott, sondern was immer läuft, wirst du sagen, ein super Spiel. Oder? Manchmal hat man das Gefühl, wenn man Fernsehen schaut, heute, dass dreimal in der Woche der WM-Final stattfindet. Vermisst du das Moderieren? Also das Kommentieren? Nein, ich tue auch immer noch ein bisschen. Also, Liechtenstein ist Fußball-Nazi, kommentiere ich noch für das liechtensteinische Fernsehen. Es ist eben Arbeit, oder? Also, sagen immer alle Leute, dass du immer noch zuhause in der Stube ein bisschen kommentieren. Und die haben natürlich keine Ahnung, wie das ist. Also, du musst ja nicht sagen, was man sieht. Also, habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Du müsstest lang vor einem Match möglichst viele Informationen sammeln und dann die im richtigen Zeitpunkt dann abrufen. Und wenn du dich eben nicht vorbereitest, hast du gar nichts im Ärmel, das du rausschütteln kannst. Und darum ist die Situation eigentlich gar nicht da, dass ich jetzt kommentieren will. Wie bist du dazu gekommen, die liechtensteinische Nazi zu kommentieren? Ja, das war mehr oder weniger Zufall gewesen. Es hat eine Journalistin hat bei der UEFA gearbeitet, wo die Reporter empfangen hat, Pressekonferenzen gemacht hat, das war bei Chelsea und bei Bayern München gewesen. Und das ist eine Schweizerin und die habe ich dort kennengelernt und sie ist dann Teamchefin von Liechtenstein geworden und dann haben die zum ersten Mal die Rechte gekauft von dem Match und dann haben sie einfach einen Fußballreporter gebraucht und dann nachher hat sie sich an mich erinnert. Was würde passieren, wenn die Schweiz wirklich Liechtenstein spielen? Könntest du das Spiel? Das habe ich schon kommentiert. Der Match hat es schon gegeben. 7-0 für die Schweiz. Ich bin natürlich eher ein bisschen für Liechtenstein. Was bedeutet das? Du hast sehr viel mit Sport zu tun gehabt. Verfolgst du Sport immer noch so wie früher? Oder hast du irgendeines gefunden, jetzt ist einmal zu lang? Nein, das ist meine Passion. Also, ich gehe immer noch gleich viele Matches, wie ich kommentiert habe. Und jetzt bin ich natürlich im absoluten Hoch mit dem FC Winterthur, der Tabellenführer ist. Und ich hatte das erste Mal in meinem Jahr dieses Jahr eine Saisonkarte. Oder? Und erstes Jahr Saisonkarte und gerade Aufstieg, das wäre ja dann ideal. Nein, ich verfolge auch immer noch die Super League, verfolgen, Champions League, wenn sie die entscheidende Phase gab. Vorrunde ist ein bisschen langweilig, weil die haben ja das jetzt so zweckgestutzt, dass einfach immer alle Engländer, Spanier, Bayern München und Paris Saint-Germain weiterkommen. Es sind eigentlich immer die gleichen Matches.
denke mir, ein langweiliger, als es früher war. Was denkst du, wieso ist Fußball also langweiliger geworden, zum Beispiel in der Champions League? Aber was liegt das? Vielleicht ist es nur für mich langweiliger geworden, ich weiß es nicht. Ja. Ja, es hängt mit dem Geld zusammen. Immer weniger Clubs kaufen die besten Spieler weltweit zusammen. Ich finde das wirklich nicht eine gute Entwicklung. Ich glaube, von den 100 besten Fußballern sitzen etwa 30 auf der Ersatzbank. Oder? Weil die wollen ja nicht nur die 11 besten Spieler, sondern die wollen auch noch einen, der gleich gut ist, wenn ein anderer verletzt oder gesperrt ausfallen. Und das finde ich eine Katastrophe, dass du als Nummer 35 von der Welt nur ein Ersatzspieler bist, weil du jetzt halt bei Paris Saint-Germain schuttest. Und überall sonst würde ein mittelgroßer Verein eigentlich das Stadion füllen, wenn der bei denen würde spielen. Aber das ist halt der brutale, wie soll ich dem sagen, der fundamentalistische Kapitalismus, der da zum Durchbruch kommt. Du hast schon sehr viel erreicht. Jens, dein Format moderiert. Hast du noch irgendein Ziel oder etwas, das du erreichen willst in den nächsten paar Jahren? Nein, überhaupt nicht mehr. Ich bin sehr zufrieden eigentlich mit meinem Leben. Ich habe nicht mehr so einen Stress. Ich habe vor allem von den Terminen her, also ich habe eigentlich nur noch einen Termin pro Tag, heute zum Beispiel den. Also die Zeiten, wo ich ein bisschen zu früh haben musste gehen, damit die nicht sauer werden, zum nur ein bisschen zu spät kommen am nächsten Ort, damit die nicht sauer werden. Also die Zeiten sind definitiv vorbei. Du hast Enkelkind. Kennen die Benissimo? Also der eins, der älteste, ist 9 und der hat tatsächlich mir schon eine Sendung geschenkt, wo er eine Zeichnung gemacht hat mit der Kugel. Aber ich nehme an, das hängt mit der Verwandtschaft mit, wo dann auf Social Media gibt es ja natürlich jene Ausschnitte, oder? Also YouTube, das ist ja interessanterweise, alle Superstars sind auf Rang 2 bis 10, auf Rang 1 unerreicht ist der Schaffhauser, der leicht angetrunken war und keine Ahnung hatte, um was es geht, also das Telefongespräch. So, jetzt zum Schluss machen wir schnell eine Blitzrunde mit ein paar Fragen. Was ist dein Lieblingsessen? Ich esse gerne Chinesisch und Fondue. Lieblingsdessert? Lieblingsdessert, Tiramisu und alles, was mit Vermicelle zu tun hat. Lieblingsferienziel? Ja, Hawaii und Australien. Ein Sechster für dich, Lieblingsfußballverein? Ja, FC Winterthur und FC Salzach, muss ich natürlich sagen, wo ich Mitglied bin. Ja. Lieblingsfernsehformat? Alles, was live ist. Lieblingsfarbe? Eine Lieblingsfarbe würde ich wahrscheinlich sagen blau, wie viele Leute. Das ist noch interessant, weil zu meiner Zeit hat es immer geheißen, rot ist Lieblingsfarbe von allen. Und heute sagen plötzlich alle, blau ist Lieblingsfarbe von allen. Aber mein Auto ist orange, also kann eigentlich alle Farben geben. Hauptsache farbig. Jawohl. Wenn du dich müsstest entscheiden für ein Erlebnis aus deiner Fernsehzeit, das Schönste, was war das? Wahrscheinlich das erste Benissimo. Kannst du dich noch an die Sendung erinnern? Ja, klar, wenn es gestern war. Ja, und die letzte Sendung Benissimo, das ist auch schon 10 Jahre her. Ja. Was war das für ein Gefühl, nach 20 Jahren Sendung aufzuhören mit dem? Ja, man hat es gesehen. Und von dort her hat mir die Frage schon gestellt, Monate bevor die letzte Sendung war. Und darum konnte ich mich also mit dem Gedanken sehr gut anfreunden und angewöhnen. Außerdem waren es ja natürlich nur 5 Sendungen im Jahr. Also da hast du zwischendrin immer einen Haufen Benissimo freie Zeit gehabt, schon vorher. Also alles nicht so schlimm. Jetzt kommt das Revival. Kannst du dir vorstellen, nochmal ein Comeback zu geben mit einer neuen Sendung, oder ist das für dich? Nein, ich glaube, da müssen wir die Jungen dran lassen. Also wenn ich sehe, dass man mich immer länger braucht, um mich zu schminken und so weiter. Nein, ich habe meine Zeit gehabt und die ist gut gewesen. Jetzt müssen andere machen. Ich lasse mich gerne einladen als Gast in irgendwelchen Talkshows oder Quiz oder was auch immer. Aber selber moderieren und mir überlegen, was frage ich den und das artet die Arbeit aus. Das muss nicht mehr sein. Schaust du selber noch lineares Fernsehen heutzutage? Ja, ich schaue wie übrigens viel mehr Leute, als man meint, noch lineares Fernsehen. Also, man kann ja jetzt seit etwa 15 Jahren zum Beispiel die Tagesschau schauen, wann immer man will. Und durch das stellen sich dann alle vor und schreiben das dann auch zum Teil, dass heute niemand mehr
Tagesschau um 7:30 schaut. Und wenn man aber Messungen macht, stellt man fest, dass 85% von allen Tagesschau-Zuschauern schauen die Tagesschau immer noch um 7:30. Ich finde es ein bisschen gefährlich, wenn das Fernsehen immer will, den Jungen nachrennen und etwas machen, damit die Jungen kommen. Die Jungen schauen sowieso kein Fernsehen, auch wenn man extra etwas für die Jungen macht. Aber die gute Nachricht ist, auch die Jungen werden einmal älter. Und plötzlich, wenn sie dann verheiratet sind und Kind haben und nicht mehr in den Ausgang können, plötzlich schauen auch die dann wieder Fernsehen. Also ich halte die Meldungen vom Tod vom Fernsehen für ziemlich verfrüht. Dann sind wir gespannt auf den Oktober, wenn die letzte Sendung, also die nochmal letzte Sendung Benny genau. Kommt und schauen, wie viele Junge dann zuschauen. Schön, dass du heute da warst, Benny. Danke vielmals. Schön, dass ihr zugeschaut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war mit dem Benny Thurnherr, unserer ja, Fernsehlegende, kann man sagen. Zum Wohl.